Willkommen zu einem neuen Video und einem Thema, das vielleicht Leute von euch triggern könnte. Es geht um Essen und Essstörungen und eine verrückte Mutter, die ihr Kind einfach dazu zwingt, super viel abzunehmen und nicht aufzuhört, bis etwas Schreckliches passiert. Sehr krasses Game, sehr interessantes Ende. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagen werdet und ich habe dazu auch noch einiges zu sagen. Deswegen schauen wir es uns mal an und über einen Daumen nach oben und ein Abo würde ich mich immer sehr freuen und dann gehen wir mal rein. Krasses Konzept, würde ich sagen. Cat Trigger, das ist ja sehr passend. So. Bad Faith heißt sowas wie in die Richtung schlechter Glaube, schlechtes Schicksal. Aber wir gucken mal. Guten Morgen, meine liebe Vorstandmitglieder. Wie Sie bereits sehen, bin ich jetzt quasi der neue führende Doktor für das neue New Fit Treatment. Also eine neue Behandlung gibt es, die heißt das neue Fit. Okay. Alle, die sich Sorgen machen über das kleine Kind von Freitag. Was zur Hölle ist passiert, Doktor? Lassen Sie mich erklären, Sir. Ich weiß, es ist ein großes Problem. SAF, wie ich es gerade sehe. Als eine Vorstandssitzende dieser Firma, die sie angestellt hat, haben wir das Recht zu wissen, was passiert ist. Was bedeutet es für die Firma? Wie sollen wir das unseren Investoren erklären oder der Öffentlichkeit? Mitglieder, bitte, lasst sie reden. Der Doktor hat das Wort. Ich glaube, Sie reden über den Case, Doktor, über den Fall, oder? Bitte fahren Sie fort, wir warten auf Ihre Antwort. Ja, Sir, lassen Sie mich erstmal starten. Oh, oh. Ein paar Wochen früher. Oh je, der ist das Testobjekt, oder? Weil er zu dick ist. Krankenschwester, liegt der Junge bequem? Ja, er liegt sehr bequem auf dem Scannerbett. Ich kann dann jetzt, ich kann starten, wenn ihr bereit seid. Wunderbar, dann scannen Sie mal. Er scannt jetzt, Doktor. Hören Sie dieses Geräusch? Sie schaut schon so voll beängstigt. Das kann ja nichts Gutes sein. Es ist besser. Es kostet diese Klinik Millionen. Es ist schon Wochen her, oder nicht? Ja, ungefähr 4 Wochen. Die Mutter sagt, dass der Junge die Behandlung macht. Also irgendwas macht er scheinbar. Ja, nun. Also irgendwas nimmt er vielleicht ein an Medikamenten. Machen Sie sich eine andere Notiz, Krankenschwester. Ja. Katzen schnurren, nicht Hunde. Danke, Frau Doktor. Ich kann immer auf Sie zählen. So, der Scan ist fertig. Danke, Krankenschwester. Dann bringen Sie den Scan mal hoch. Fahren Sie ihn hoch. Leider ist es so wie erwartet. Keine Veränderung. Er hat quasi das Gewicht wieder erlangt, was er verloren hat. Das meiste ist aber Wasser. Die Mutter hat gesagt, dass sie ihn aber deutlich beobachtet hat. Aber es sieht so aus, als hätte der Junge kein Gewicht verloren. Glaubst du, es gibt noch Hoffnung für ihn? Optimistisch oder pessimistisch? Ich bin mal optimistisch. Ja, er reagiert wahrscheinlich einfach nur sehr spät darauf. Vielleicht braucht es eine Weile. Aber ich glaube, wir werden früher oder später schon ein paar Ergebnisse sehen. Das ist doch schön, denke ich. Aber niemand, den wir behandelt haben, war so langsam wie er. Also, was werden Sie der Mutter sagen? Sie wird definitiv nicht glücklich sein, was ich ihr sagen werde. Armes Kind. Ich hoffe, dass sie ihn, I hope she doesn't chew him out for another week of this. Ich hoffe, sie tut ihm nicht nochmal so eine Woche an. Oh Gott. Hoffentlich nicht. Der Arme. Doktor, haben wir irgendwelche Neuigkeiten wegen unserem Jungen? Ja, habe ich, Ma'am. Ah, ich werde ehrlich mit Ihnen sein. Die Scans haben keine Änderung gezeigt. Ich sehe.
mein Team und ich arbeiten gerade an vielen Forschungen. With your boy about what maybe mit ihren Jungen, also sie arbeiten an der Forschung mit dem Jungen, was passieren könnte, aber wie auch immer. Das that has gone further than we had. Also es ging jetzt quasi schon viel zu lange oder länger, als wir gedacht hätten. Ist das so? Eigentlich zeigt die Behandlung bereits nach 2 Wochen ein Ergebnis. Und es sieht so aus, als würde ihr Junge oder ihr Sohn nur sehr langsam auf diesen Scanner oder auf dieses Treatment, was sie machen, reagieren. Vielleicht funktioniert es bei ihm auch einfach nicht. Und was jetzt? Nun ja, die Behandlung zum Gewicht verlieren ist zuvor noch nie gescheitert. Also das ist etwas seltsam bei ihm. Aber Doktor... wir glauben, dass es wahrscheinlich irgendwas mit dem Sohn zu tun hat, also biologisch. Er reagiert einfach viel langsamer auf die Behandlung. Doktor, bitte. Wie auch immer. Wenn Sie also glauben, dass es nicht sufficiently beneficial to your son overall health, also wenn Sie nicht glauben, dass es jetzt unfassbar schnell nötig ist, das für die Gesundheit Ihres Jungs zu machen, würde ich verstehen, wenn Sie eine andere Klinik suchen. Doktor, hören Sie mir zu! Oh Gott. Ich habe alles versucht. Jede Diät. Jedes Buch. Jede Behandlung. Mein Sohn scheitert an allem. Es wird immer nur jedes Jahr schlimmer. Wissen Sie, wie ich mich fühle, wenn ich ihn in die Öffentlichkeit bringe? Wenn andere ihn anschauen und dann an die Mutter schauen und mich dafür verantwortlich machen? Boah, es ist böse. Schande, Schuld, Versagen. Sie sind meine letzte Hoffnung, Doktor. Sie und Ihre Klinik. Ich kann aber nicht garantieren, was passieren wird. Ich fühle mich so powerlos, um meinen Sohn von der Hölle zu retten. Schauen Sie ihn an. Ich kann ihn manchmal nicht mal anschauen. Es tut mir leid, Doktor. Ich fühle mich einfach so hilflos. Es sieht so aus, als wäre alles meine Schuld. Also Übergewichtigkeit ist einfach ein komplexes Gesundheitsproblem. Und wir werden sie... Und es gibt immer wieder Updates dazu. I guess all that's left is to pray God. Ah, glauben Sie also, dass das Einzige, was hilft, dass wir zu Gott beten? Pray? Das Fett wegbeten? Hahaha. Wir werden einen Weg finden, Ihren Sohn zu retten, bald. Oder zu helfen. Natürlich, Doktor. Lassen Sie es uns bitte noch eine Woche probieren. Oh Gott, das ist auch so böse und alles so toxisch und falsch. Eine Woche später, um Gottes Willen, was spielen wir hier? Geht's dem Jungen gut? Ja, es ist alles fertig. Soll ich scannen? Ja. Bitte. Was denken Sie über die Mutter von dem jungen Doktor? Positiv? Negativ? Ich bin negativ. Das verlässt bitte nicht diesen Raum und bleibt unter uns. Aber es tut mir sehr leid für das Kind. Die Mutter übertreibt. It's good that we are trying to get her son to be... Also es ist gut, dass wir versuchen, ihren Sohn ein bisschen gesünder zu machen. Aber ich mag nicht, wie sie... Comes from a bad place. Also, wie sie quasi damit umgeht. Ach, zum Glück fühlen sie es auch, Doktor. Ich hoffe, sie sind falsch. Vielleicht nehme ich einfach zu viel an. Scan ist fertig. Nehmen Sie einen Blick auf ihn. Wie erwartet, nichts hat sich... Oh, eine Sekunde. Da gibt es einen signifikante Veränderung im Gewicht. Oh, 5 Kilo sind down. 5 Kilo? Wollen Sie mich... Also Pounds, ich glaube, sind 2,5 Kilo. Machen Sie Witze? Ja, machen wir einen Rescan, aber es ist korrekt, dass die Behandlung scheint zu funktionieren. Aber die Behandlung hat niemals jemanden 5 Kilo in einer Woche verlieren lassen. Die anderen vitale Werte, die scheinen aber alle perfekt zu sein. Sehr seltsam. Vielleicht eine Anomalie. Ich werde noch ein paar Tests machen, aber wenn das korrekt ist, dann wird das Kind auf jeden Fall schlanker werden. Das erfasst sie mit dieser Wegovy-Spritze. Es gibt eine Spritze, die nehmen sich gerade ganz viele Stars. Die ist eigentlich für Menschen, die abnehmen müssen.
aus gesundheitlichen Gründen und die benutzen gerade ganz viele Stars, um einfach abzunehmen. Das ist genauso krank. Das hemmt irgendwie den Hunger und eigentlich ist es überhaupt nicht gut, es zu nehmen. Und wenn du es nicht mehr nimmst, nimmst du auch wieder zu. Also toxischer Scheiß. Ich habe exzellente Neuigkeiten. Er hat 5 Kilo verloren. Ma'am? Ja, das ist wunderbar. Was bedeutet das? Also er ist quasi über dem, was eigentlich alle Patienten bis jetzt an Gewicht mit dieser Behandlung verloren haben. Seine Vitalwerte sind perfekt und gesund. Wir versuchen aber immer noch herauszufinden, warum es zu diesem Phänomen gekommen ist. Oh, natürlich, Doktor. Dankeschön. Zum Glück. Oh mein Gott. It's times like these that my faith is rewarded. Also quasi, sie glaubt, dass ihre Gebete erhört worden sind. Wow. Naja, wir machen auf jeden Fall nächste Woche weiter mit den Behandlungen. Mein Sohn. Oh, handsome. Soon enough. Okay, mein Sohn, bald schon. Gott, die Mutter sagt, next week. Oh Gott, nächste Woche. Okay, ist der Junge, geht's dem Jungen gut? Ich denke schon, ich bin ein bisschen nervöser als sonst vielleicht. Starten wir den Scan. Oh Gott. Also, was ist letztes Mal passiert? Nichts seit Wochen und dann auf einmal 5 Kilo? Also wir haben jetzt einige Zeit investiert, um eine Hypothese aufzustellen. Aber die arbeitende, the working Hypothesis ist that, also wir haben eine Hypothese und die uns für uns funktioniert, ist, dass das die Behandlung einfach nur lägt, also hinterherhängt und dass es von jedem anders ist. Oh, das ist gut. It certainly could be if it means weight loss normalized. Otherwise, if he starts to lose weight constantly at the rate, we'll have to stop the treatment. Okay, also sie sagt quasi, es sollte eigentlich normal sein. Sie kann es auch wieder rückgängig machen, aber wenn er jetzt wieder so viel abnimmt, dann muss man das auf jeden Fall stoppen, die Behandlung. Es ist, ja, it's just kind of freaky. Es ist irgendwie verrückt. Scan completed, Doc. Oh Gott, schön ist der jetzt ganz dünn, oder? Well. Oh, 2,5 Kilo. Was für eine Erleichterung. Ich glaube, unsere Hypothese ist aufgegangen. Oh Gott. Vielleicht war es einfach nur, it's just smooth sailing from here, right? Also, sie sind jetzt froh, dass er pro Scan nicht mehr 5 Kilo abnimmt, sondern wirklich nur 2,5. Oh, gut. Da bin ich selber erleichtert. Nur 2,5 Kilo? Oder Pounds? Das sind optimale Neuigkeiten, Ma'am. Das bedeutet, dass er weitermachen muss und in dem Pace kann er abnehmen. Vielleicht für Sie, Doktor, aber ich habe mehr erwartet. Oder vielleicht sollte ich nicht. Könnten Sie bitte klarstellen, was Sie gerade meinen, Ma'am? Nach den letzten Wochen habe ich quasi meine Gebete, hat sie weniger gebetet. Aber der Lord hat mich getestet. Und das ist meine Bestrafung, dass ich nicht weiter gebetet habe. Comfort her? Question. Ich frage sie mal wirklich. The treatment is supposed to shave a couple pounds a week. Genau, also das Treatment ist so gemacht, dass man eigentlich nur ein paar Kilo in ein paar Wochen abnimmt. This shows everything is normalized. Also alles ist jetzt wieder normal. Warum sollen wir quasi dafür sorgen, dass er noch mehr verliert? Gott hat kein Limit. Er wird alles geben, er wird dir alles geben, was du nimmst. If I lends my faith in him, that sends the message that even though I received his gift of love, I'm thankless. Ich meine das nicht böse, Doktor. Ich weiß, dass es nicht meine Schuld ist. Ah, ich weiß, dass die Schuld nicht sie betrifft, für dieses schreckliche Ergebnis. Es ist meine Schuld. Und jetzt muss ich tun, was ich tun kann. Lassen Sie uns bitte einfach so weitermachen mit der Behandlung, wie wir es abgemacht haben. Ich nehme mal an, dass Sie nicht den Lifestyle von dem Jungen in diesem Moment bis jetzt geändert haben, wahrscheinlich seine Lebensgewohnheit. Ich würde niemals etwas tun, was sein Schicksal in Frage stellt. Ihr Sohn oder Sie wollte sagen, sie wollt ihr sagen, Ihr Sohn oder Sie? Ich sehe Sie nächste Woche, Doktor. Oh Gott. The week after. Oh Gott, jetzt passiert es doch, oder? Er war das Kind, wo was schiefgelaufen ist. Eine Woche später. Oh, dieser Unfall und dieser Stau bringt mich noch um.
Hallo? Doc? Wo zur Hölle sind Sie? Sorry, ich komme zu spät. Ich bin im Stau. Aber ich bin gleich da. Nun, drive on the shoulder or something. The kid has just come in. Ah, kommen Sie bitte so schnell es geht. Das Kind ist gerade reingekommen und er... Moment mal. Warum schreien Sie so? Was ist passiert? Sie müssen sich's anschauen. Ich habe den Scan gemacht. Das ist so abgefuckt. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich beeile mich. Bitte, get me the scan. Sie müssen so schnell scannen, wie es geht. Oder... Ja. Oh Gott. Wie kann das passieren? Ich weiß es nicht. Das ist normal? Hast du gehört, dass jemand 20 Kilo in einer Woche abgenommen hat? Oh oh. Ich habe darüber gelesen. Da haben anscheinend ein paar Leute über Mixed Material Arts haben darüber eine doing to reach to certain weight class before a fight, but they're intense. Okay, also sie hat quasi gesagt, sie hat was gelesen über Leute, die Mixed Material Arts macht, wenn die quasi in Wettkämpfen antreten, dann verlieren die ja unfassbar viel Gewicht, um ihre Gewichtsklasse ranzukommen. Aber so etwas hat sie noch nie gesehen. Du würdest so etwas niemals tun, unless you had a team of sportswear. So viel würdest du nicht mal abnehmen, selbst wenn du ein Team von Sportspezialisten hättest. Oh oh. Selbst so, you'd need a build capable of it, which this boy doesn't have. Also er hat das halt alles nicht, hat voll abgenommen. Ist das schlecht? Bitte sagen Sie mir, dass ich falsch liege. Ich checke mal die Vitalwerte, ob irgendwas Schlimmes. Aber alles läuft nach der Reihenfolge. Ich kann nichts finden, was irgendwie auf eine Verletzung hinweist. Okay, vielleicht haben sie... I guess you're proving me wrong. I'm going to stop. Ich werde jetzt sofort mit dieser Behandlung aufhören. Und wir werden ihn auf jeden Fall hier behalten und beobachten. Ich rede mit der Mutter. Ma'am? Ma'am! Oh, Doktor, ich habe sie hier nicht gesehen. Haben Sie das gesehen? Mein Junge wird richtig schön schlank und besser, schöner von Minute zu Minute. Ich möchte Sie nicht beunruhigen, aber dieses Ergebnis ist nicht gut. Oh, God will always surpass... Gott macht immer etwas, was die Erwartungen... also er erhöht immer die Erwartungen. Carry forward. Ich mach mal weiter. Ich denke, wenn wir weitermachen mit dem Scan... continue to monitor. Genau, ich werde jetzt erstmal die Gesundheit des Sohnes weiter in Beobachtung halten, aber in diesem Moment denke ich, ist das Beste, wenn wir mit der Behandlung erstmal aufhören. Das ist gut, Doktor. Die Behandlung ist ja nicht not like the treatment was the solution. Ist ja nicht so, als wäre die Behandlung die Lösung für alles. Die ist immer so sarkastisch, ey. The very last week, die allerletzte Woche. Oh Gott, ich. Geht's dem Jungen gut? Ich. Ist der Junge gut, Schwester? Ja, ja, Schwester. Arzt. Ärztin. Bitte fangen Sie mit dem Scannen an. Oh Gott. Oh, jetzt sehen Sie ihn, oder? Du brauchst ihn nicht mehr zu scannen. Oh, you don't even need to scan. Das geht doch nicht. Das Team muss das wissen. Ich will's. I want to know. Na gut, Doktor. Bist du jetzt glücklich? Druck es aus. Ich möchte es sehen. He's off obesity markers. Also er ist nicht mehr übergewichtig. He's basically 10 to 5 pounds away from leaving even the overweight. Also er ist quasi nur noch 10 bis 15 Pfund weg, dass er quasi nicht mehr übergewichtig ist. Bitte sagen Sie mir, dass Sie letzte Woche die Behandlung gestoppt haben. Habe ich. Oh oh. Vielleicht hat dieses Kind Supergene. Vielleicht lässt diese Behandlung das Kind super schnell abnehmen. Also ich kann gerne nochmal alles checken, aber das Kind ist einfach genauso von den Werten wie alle anderen. Die Vitale zeigen kein Zeichen von Schädigung. Wie auch immer was. His body cavity is shrinking, like his fat is being sucked out, compressing his frame inward. Oh Gott, also irgendwie verliert er halt die ganze Zeit Fett und man weiß nicht warum. Was? Wie eine Capri-Sonne? Also als würdest du eine Capri-Sonne austrinken und die zieht sich so zusammen. Das ist ein schrecklicher Weg, es zu beschreiben, aber ja, so ist es.
wenn die Behandlung nicht der Grund ist, dass das passiert, dann sieht so aus, müssten wir eine neue Hypothese aufstellen. Wahrscheinlich liegt es an der Mutter. Doc, kann ich Sie etwas fragen? Ja. Bitte versprechen Sie mir, dass Sie das Kind von der Mutter wegbringen. Ich habe Angst, dass etwas passiert. Ich werde mit ihr sprechen. Wahrscheinlich hat die Mutter was damit zu tun. Nicht mal diese Projektion. Doktor, sehen Sie meinen Sohn? Sehe ich, Ma'am. Sehen Sie, wie nahe und süß er ist und wie nahe wir uns sind, Ma'am. Ich muss Ihnen sagen, dass wir jetzt sofort Ihren Sohn nochmal beobachten müssen. Wir haben hier ein Bett und eine Klinik, ein Bett in der Klinik. Wir nehmen an, dass Sie ihn nicht zurück nach Hause bringen können. Ich verstehe Ihr Besorgen. Gottes Licht verängstigt alle Ungläubigen. Aber wenn Sie Ihre Augen öffnen, Doktor, sehen Sie es auch, das Licht. Das Licht, vor dem ich immer Angst gehabt habe. Ist es etwa das Licht, dass er in den Tod geht? Attempt to empathize, protest. Ich protestiere. Ma'am! Ich respektiere Ihren religiösen Glauben, aber an diesem Punkt geht es um Ihr Kind und ich muss 24/7 es überwachen. Irgendwas ist hier sehr, sehr falsch. Und Ihr Standpunkt von Ihrem Gott muss auf jeden Fall weg. Ich habe Ihnen schon gesagt, ich bin machtlos. Machen Sie, was immer Sie wollen mit meinem Sohn. Er wird auf jeden Fall bald handsome sein, toll sein. Oh Gott. Siehst du diese Scans? Wir sind so nah dran, Sweetie. Das ist der Vater auch noch, der da ist. Was ist das für eine kranke Kacke? Okay. Mitglieder. Ich bin eine Frau der Forschung. Ich glaube, I believe hard in evidence. Ich glaube immer an Beweise, Studien und Fakten. Aber selbst ich weiß. Die Power von ihm. Oh mein Gott. Das drehen alle durch. Oh Gott, der Arme. Oh, und jetzt findet sie ihn toll. Um Gottes Willen. Ist der nicht schön, Doktor? Ma'am. Fast da, Doktor. Fast da. Die will den umbringen. Deswegen meint die, dann ist er perfekt. Um Gottes Willen. Ist das vom Licht zerschossen worden? Let's make comics tasty. Holy shit, this piece wouldn't be possible without Let's Making Comics. Oh mein Gott, was war denn das? Das heißt im Prinzip, die Mutter wollte nicht mal, also bad faith, schlechter Glauben. Die Mutter wollte nicht mal ihren Sohn nur schlank haben. Sie wollte ihn einfach umbringen. Sie wollte ihn ins Licht bringen. Und ich finde auch die Art und Weise, wie sie gesagt hat, wie sie mit dem Thema Gewicht umgeht, ganz, ganz kritisch. Ich glaube, das Schlimmste, was ich weiß, ist ein super schweres Thema für alle Eltern und für Kinder selbst. Aber echt, die kleinsten Anmerkungen übers Gewicht schon im Kindesalter können so prägend sein. Und man muss einfach verstehen, wir leben in einer Welt, die so schizophren ist, dass es einfach unfassbar schwer ist. Du schaltest Social Media an, du siehst Menschen, die durchtrainiert sind, die krass aussehen, die gefotoshoppt sind, aber parallel siehst du jeden Tag Essen, du gehst raus, es gibt 10 Coffee-Stände, jeder will, dass du das Essen isst, isst, hier das healthy, isst das. Ich war letztens in London, jeder zweite Laden war Essen. Wie soll man denn da schaffen, schlank zu sein? Und dann sollst du dich noch bewegen und dann sollst du noch perfekt sein. Es sind schon so viele Erwartungen, die auf eingestellt sind. Und Abnehmen ist schwer. Wenn Abnehmen leicht wäre, würde es jeder tun. Und ich hasse es, wenn Leute sagen, nimm doch einfach ab. Es ist genauso wie bei Leuten, die zu schlank sind, oder das heißt zu schlank, die sich nicht wohlfühlen und zunehmen wollen, nimm doch einfach zu. Wenn es einfach wäre, würde es jeder machen. Und man muss sich immer wieder bewusst sein, wenn man abnehmen möchte, aus gesundheitlichen Gründen oder weil man irgendwie sagt, ich fühle mich einfach nicht fit und eingeschränkt, dann muss das langsam geschehen, Leute. Lasst die Finger von Diäten. Das sage ich immer ganz bewusst. Diäten sind schlecht. Eine Diät wird auf Dauer dazu führen, dass ihr wieder zunehmt. Denn eine Diät hat nicht das Ziel, dass ihr auf lange Sicht gesund und langsam abnehmt, sondern sie wird euch schnell abnehmen lassen. Und wenn ihr das schafft, werdet ihr wieder zurückfallen und dann das Doppelte drauf haben. Glaubt mir, ich habe so viel Diäten-Scheiße durch. Hätte ich doch nur mal das gemacht, was mir immer gesagt worden ist.
Lasst mal abends die Snacks weg. Trinkt zum Beispiel Wasser statt Süßsäfte. Säfte haben super viel Kalorien. Trinkt einfach ein Wasser oder so. Lasst mal die Chips weg. Nehmt dafür mal irgendwie Paprika und Tomate. Und sonst ändert ihr nichts. Ihr fangt ganz an mit Baby Steps. So jeden Tag ein bisschen besser. Aber nicht von heute auf morgen nur noch das. Und hört auf mit Null-Diäten-Zeug. Geht minimal ins Kaloriendefizit. Spaziert, geht spazieren, sagt, ich möchte jeden Tag 5000 Schritte. So, erste Woche geschafft, 5000 Schritte. Da macht ihr 10.000 Schritte. Nehmt eine Freundin mit, Freunde, Familie, irgendwas. Und sagt auch allen Leuten, bitte kauft keine Triggerfoods. Ganz ehrlich, wenn mein Schrank voll ist mit Schokolade und Chips, dann lange ich da auch rein. Ich vermeide solche Lebensmittel einfach auch manchmal. Und schaue einfach, dass ich in kleinen Schritten zum Ziel komme. Und das solltet ihr auch, also ich nehme nicht ab, ne, aber damals. Deswegen ganz wichtig, mit kleinen Schritten, denn ihr wollt ja auch als Ziel haben, dass ihr auf Dauer langfristig abnehmt und das Gewicht auch dauerhaft haltet. Und nur so ist das möglich. Ja, Leute, sagt mir gerne eure Meinung zu dem Ganzen. Ich bin sehr, sehr gespannt und bedanke mich fürs Zuschauen. Über einen Daumen nach oben und Abo würde ich mich sehr freuen. Und über eure Meinung zu diesem Thema würde ich mich auch sehr freuen. Und dann sehen wir uns in den nächsten Videos. Sorry, dass es so ernst wurde, aber das musste mal gesagt werden.